Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute mit dem 2018er Bugatti Chiron. Dieses Fahrzeug werde ich euch heute präsentieren. Wir werden es über die Teststrecke fahren und uns natürlich auch anschauen, was wir an diesem brutalen Geschoss hier so tunen können. Das Ganze ist ein Wagen, der in Horizon 4 das erste Mal in der Horizon-Reihe war. In Motorsport 7 kam er rein. Und er hat mir in Horizon 4 schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie er sich hier heute anstellen wird. Erstmal muss ich sagen, rein optisch sind Bugattis Fahrzeuge, die mag man oder man mag sie eben nicht. Ich bin definitiv auf der Seite. Ich finde den Chiron wunderschön auf jeden Fall. Das ist echt ein tolles Fahrzeug. Gerade die Heckpartie ist, finde ich, einfach auf allen Ebenen brutal, meiner Meinung nach. Und ja, wie gesagt, rein optisch finde ich persönlich ein sehr tolles Fahrzeug. Wir setzen uns mal rein direkt hier in dieses Fahrzeug und ja, sehen hier ein Interieur, welches auf jeden Fall interessant ist, kann man sagen. Die Sitze sind erstaunlich simpel gehalten, sage ich einfach mal, aber finde ich ganz schick, muss ich sagen. Ansonsten, ja, befinden wir uns hier in einem Raumschiff, wenn man so möchte. Also das ist schon rein optisch im Interieur sehr, sehr cool gehalten. Wir starten ihn einfach mal. Ja, es wäre kein Bugatti, wenn du die Leistung nicht sofort hören würdest. Also da muss man einfach mal die Sachlage so betrachten, wie sie ist. Es ist halt ein leistungstechnisch extrem brutales Fahrzeug. Allerdings, erstmal kommen wir zum Namensursprung. Woher kommt der Name Chiron denn? Relativ ähnlich eigentlich zu der Nomenklatur von sehr vielen Bugatti-Modellen der aktuellen Zeit ist Chiron ein Rennfahrer für Bugatti in der Vorkriegszeit gewesen. Louis Chiron nannte sich der Mann, ist wie gesagt für Bugatti Rennen gefahren. Und der Daube, was wir hier hören, ist ein 8,0 Liter W16 Quad Turbomotor. W16 in Anführungszeichen, ich habe es beim Bentley letzte Folge schon angesprochen. Das hier ist nicht ein hundertprozentig akkurater W-Motor, sondern geht mehr in die Richtung VVR. Wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, aber ja, wie gesagt, offiziell ist es ein W16 Quad-Turbomotor, welcher dann 1500 PS produziert und 1600 Newtonmeter. Um es nochmal erwähnt zu haben, das Ding ist kein Hybrid. Das ist einfach rein diese Macht von diesem Motor, von dem Verbrenner. Da ist kein E-Motor mit dabei. Was auf jeden Fall nur noch mehr beeindruckend ist, wie ich finde. Auf ein Leergewicht von knapp unter 2 Tonnen kommt dieser Wagen und beschleunigt damit von 0 auf 100 in 2,4 Sekunden, dank eines Allradsystems natürlich, welches wir von Bugatti jetzt auch schon ein wenig länger kennen. Die Topspeed ist beim Chiron dann so eine Sache. Hier werden nämlich die Reifen ein extrem limitierender Faktor, was die Topspeed angeht. Die Reifen vom Chiron halten einfach diese Macht, diese Leistung, diese Geschwindigkeit mit diesem Gewicht eben nicht wirklich lange aus. Der ist nämlich dadurch begrenzt worden auf 380 km/h. Man kann alternativ mit einem zusätzlichen Schlüssel, den man, glaube ich, an der linken Tür dann anbringt, kann man 420 km/h freischalten. Aber auch das sollte man nicht allzu oft fahren oder allzu lange fahren, weil, wie gesagt, ansonsten machen die Reifen dir irgendwann einen Abgang. Und dieser Wagen kostet dann insgesamt 2,85 Millionen Euro. Es wurden stolze 500 Stück davon gebaut. Ich habe 3 davon. Die Turbolader sind 69% größer als die des Veyron. Und auch das Getriebe können wir einfach nochmal kurz ansprechen. Hier haben wir nämlich ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Was das Besondere hierbei ist, ist, dass wir hier die größte Kupplung haben, welche je in einem Serienfahrzeug verbaut wurde, in der damaligen Zeit zumindest. Das heißt, ja, man muss natürlich auch dafür sorgen, dass das Getriebe hier dieses gewaltige Drehmoment auch irgendwie, naja, mitnehmen kann, ohne dass es zerreißt. Und deswegen, ja, muss man eben bei der Kupplung da ein wenig Hand anlegen auf jeden Fall und ein wenig übertreiben. Aber ganz ehrlich, wäre es ein Bugatti, wenn nicht irgendein Aspekt komplett übertrieben wäre? Ich glaube nicht. Und es gibt jetzt ein paar Leute, die vielleicht auch sagen würden, dass sie mit der letzte echte Bugatti sein.
weil jetzt wurde ja Bugatti von Rimac aufgekauft und dann wird der Nachfolger vom Chiron ja ein Elektrofahrzeug oder ein Hybrid. Und das kann man aber schon mal determinieren. Der Nachfolger vom Chiron, so wurde es offiziell gesagt von Seiten Rimac sogar, der Nachfolger vom Chiron wird weiterhin ein Verbrenner sein. Interessanterweise, er soll noch schneller werden als der Chiron. Im Gegensatz zu Koenigsegg, die ja gesagt haben, sie werden nach dem Jesko nicht mehr das Top-Speed-Duell weiter befeuern, sagt man bei Bugatti, ne, wir werden einfach noch schneller. Und das Ganze, wie gesagt, mit einem Verbrenner und eben nicht als Elektrofahrzeug. Es könnte ein Hybrid werden natürlich, das steht noch nicht komplett außen vor. Aber ein Verbrennermotor wird natürlich weiterhin mit dabei sein. Und ich glaube auch, Bugatti ist mittlerweile an einem Standing angekommen, dass man sich so den Main-Bugatti, sage ich jetzt mal, weil natürlich gibt es noch Sonderversionen wie Cento Dieci oder La Voiture Noire oder so, aber den Main-Bugatti, jetzt eben den Veyron, Chiron oder den Nachfolger eben, kann man sich ohne einen W16, glaube ich, einfach nicht mehr vorstellen. Ich glaube, das wäre ein kommerzieller Misserfolg, wenn man da irgendwie auf einen V12 oder so gehen würde. Klar gab es auch schon in der Bugatti-Historie, ich möchte da den EB110 ansprechen, der hatte eben den V12, aber in der modernen Reihe gab es eben den W16 bisher, der bekannt ist. Und ich glaube, davon werden sie nicht mehr wegkommen. So oder so, wir werden jetzt den Chiron auch auf die Teststrecke bewegen und mal schauen, was er dort für eine Zeit in den Asphalt buttern kann. Und da ist an der Startlinie der Bugatti Chiron und fährt hier los. Mit 1500 PS verteilt auf alle vier Räder ist es natürlich nicht verwunderlich, dass der Sprint vom Start weg bis zur ersten Kurve natürlich sehr ordentlich abläuft hier. Allerdings müssen wir dann auch direkt zur Kurvenlage kommen, was wahrscheinlich die größte Kritik sein wird, wenn man den Wagen noch nicht gefahren ist. Aber wenn man den Wagen dann fährt, muss man sagen, das ist positiv überzeugend. Denn der Wagen hier ist einer, der im Endeffekt sowohl im Spiel als auch in der Realität knapp unter 2 Tonnen wiegt. Sehr knapp sogar. 1995 Kilogramm ist hier die offizielle Gewichtsangabe und das hält er auch im Spiel. Und er fühlt sich aber nicht annähernd so schwer an. Also der fühlt sich mehr an wie 1,8 Tonne, würde ich sagen, wenn man es ganz gut meint, sogar ein bisschen drunter. Und das Ganze sorgt im Endeffekt, finde ich, doch für eine Kurvenlage, die durchaus nicht unbedingt zu unterschätzen ist. Also da habe ich gerade in der Gewichtsklasse schon deutlich Schlimmeres gesehen, habe natürlich allerdings in der Leistungsklasse ja auch schon dramatisch Besseres gesehen. Das Gewicht zeigt sich vor allem, finde ich, in zwei Aspekten enorm. Zum einen in schnellen Kurven, so wenn wir dann über 250 fahren, dann hast du einfach nicht mehr den Grip vorne, dass man irgendwie sagen könnte, das geht gut um die Kurve, sondern da haben wir dann schon sehr, sehr krasses Untersteuern. Und wo man das Gewicht aber, finde ich, noch sehr viel krasser spürt, einfach, ist ganz klar auf der Bremse. Die Bremse ist an sich sehr leicht zu kontrollieren auf jeden Fall. Aber obwohl wir hier echt, ja, nahezu bescheuert große Bremsscheiben haben, so ist die Bremsleistung doch definitiv meiner Meinung nach nicht zufriedenstellend. Da hätte ich mir doch schon tatsächlich ein wenig mehr erwartet. Kommt über die Ziellinie dann mit 297 km/h und jetzt setzt eine Zeit von 2:09.913 und ist damit in etwa gleich auf mit dem Porsche 918 Spyder tatsächlich. Ein bisschen langsamer ist der Abend geworden. Und ja, der Koenigsegg Jesko ist dann natürlich nochmal ein deutliches Stück stärker gewesen, definitiv. Was kann man sagen? Auf jeden Fall ist es, finde ich, okay, dass er gleich auf ist mit dem 918. Weil am Ende des Tages der 918 hat einfach eine deutlich krassere Kurvenlage, hat dafür allerdings halt deutlich weniger Leistung, muss man ganz klar sagen. Allerdings, diese Leistung hilft ihm auf der Teststrecke natürlich sehr. Und ich glaube, auf sehr, sehr vielen Rennstrecken würde er gegen den 918 dann tatsächlich auch verlieren in der Realität. Davon würde ich einfach mal ausgehen. Weil am Ende des Tages, klar, das initiale Einlenkverhalten in den mittelschnellen bis langsamen Kurven ist ordentlich. In den langsamen Kurven, finde ich, ist die Kurvenlage auch allgemein sehr gut. Nur das Problem ist halt, ich habe es ja schon angesprochen, wenn man über 250 km hinausgeht, dann verlierst du einfach doch zu viel Grip vorne, kannst einfach nicht mehr so gut um die Kurven gehen und hast halt dann doch ein sehr, sehr krass spürbares Untersteuern. Du merkst einfach, wie der Wagen
deutlich mehr nach vorne als nach links oder rechts möchte. Und das macht sie natürlich dann doch sehr, sehr schwierig. Ich habe auch die Bremsen schon angesprochen, die meiner Meinung nach echt schwach sind, auch wenn das echt gigantische Dinger sind, diese Bremsscheiben hier. Finde ich, ist die Bremsleistung vom Chiron dann doch tatsächlich sehr ernüchternd, muss ich an der Stelle mal so sagen. Aber insgesamt würde ich dann doch sagen, ist das ein sehr positives Fazit nach wie vor, weil ich habe mir die Kurvenlage deutlich schlimmer vorgestellt. Da würde ich sagen, gehen wir doch mal zum Tuning über und gucken uns mal an, was wir denn alles machen dürfen und was wir alles machen werden, um den Wagen hier vielleicht auf ein sportliches Level zu bringen, mit dem wir voll zufrieden sein können. Dafür brauchen wir natürlich Heckantrieb. Nein, brauchen wir nicht. Das hätte ich zwar Bock, irgendwann mal zu machen, aber heute lassen wir das mal sein. Wir haben natürlich hier die wunderschöne Forza Aero, die sinnvoll wäre, ja, die aber bescheuert ist. Deswegen lassen wir das mal sein. Semi-Sticks haben wir natürlich drauf. Wir könnten auf Vollsticks gehen, ja, aber ich glaube, Semi-Sticks sind doch die bessere Wahl für das, was wir vorhaben. Weil der Wagen soll ja auch im Regen funktionieren. Im Zweifel da sogar noch ein bisschen besser durch den Allradantrieb. 285er haben wir an der Front, da machen wir 315er draus. Und hinten sind das gewaltige Schlappen, das sind das 355er. Da würde ich sagen, gehen wir mal, wir können halt auf 385er gehen, aber ich glaube 365er sollten reichen. Wir können die Felgen vorne noch ein bisschen größer machen, auf 21 Zoll Felgen. Ich glaube, hinten sind sogar schon 21 Zoll Felgen. Da bin ich mir aber ehrlicherweise nicht hundertprozentig sicher. Kann aber sein, keine Ahnung. Dann können wir natürlich noch die Spur ein bisschen rausholen, das sieht aber komplett doof aus, deswegen lassen wir das mal sein. Getriebe haben wir, wie gesagt, ein 7-Gang DKG. Da bleiben wir dabei, nehmen nur ein Renngetriebe mit, dass wir es einstellen können. Auch wenn das Getriebe an sich mir persönlich sehr gut gefallen hat. Renndifferenzial muss natürlich sein bei Allradfahrzeugen. Dann natürlich noch ein Rennfahrwerk. Traurig genug, dass es nicht eh schon hat. Stabilisatoren natürlich. Gewicht können wir sogar eine halbe Tonne rausnehmen. Mehr als beim Bentley letzte Folge, muss man auch mal an der Stelle so erwähnen. Ich würde sagen, wir gehen auf 1,7 Tonnen runter. Haben damit auch eine deutlich bessere Gewichtsverteilung. Ich glaube, 1,4 wäre ein bisschen zu wenig. Ich glaube, wie gesagt, diese 1,7 Tonnen sind ein ganz guter Wert, würde ich sagen. Weil er braucht halt immer noch ein bisschen was ihn runterdrückt. Man muss jetzt bedenken, der Chiron hat nicht die krasseste Aerodynamik. Das heißt, er hat halt sehr viel mechanischen Grip, den wir verwenden müssen. Und wir brauchen halt einfach ein bisschen Eigengewicht noch, was den Wagen dann nach unten drücken kann. Dann wollen wir uns natürlich noch Lackierungen anschauen. Da gibt es einige beim Chiron, die ich sehr, sehr geil finde. Hier natürlich komplett in Blau einmal. Dann geht das hier schon ein bisschen in die Lackierung, in die Richtung, in die Sport-Version, die pure Sport-Version vorgestellt wurde. Ist auch sehr geil. Dann hier mit dem Rot natürlich, schwarz-weiß. Oh, es ist eine sehr, sehr geile Lackierung hier. Dann hier so ein Beige-Ton, wenn man es so möchte. Dann hier natürlich einmal komplett schwarz oder schwarz-weiß. Also wir können auch tatsächlich alle drei Elemente unterschiedlich lackieren. Das wäre dann eben so das erste Element. Dann haben wir hier die Heckpartie eben. Und Farbgruppe 3 ist dann die Seitenlinie, interessanterweise. Diese klassische Bugatti C-Linie, welche auch im Interieur, by the way, existiert. Mich würde mal interessieren, was es für Designs gibt auf dem Chiron. Natürlich von Raiders 300 Plus Design, was er in Horizon 4, glaube ich, sogar schon gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht. An sich allerdings jetzt hier nichts, was mir jetzt so sehr zusagt. Ich bin ehrlich, ich finde das hier eigentlich ganz geil. Das trifft meinen Geschmack schon sehr. Wobei das Rot natürlich auch sehr cool ist. Auch dass er, also der hat halt, wie gesagt, so viele geile Farbkombis. Das ist der Wahnsinn einfach nur. Das Silber ist halt auch geil. Ich glaube, so bin ich ihn tatsächlich auch noch nie gefahren. Wir fahren ihn jetzt so. Komm, ich bin ihn noch nie in diesem Silber gefahren, soweit ich weiß. Die drei, die ich besitze in der Realität, sind auch nicht in dem Farbton. Dann machen wir das zumindest mal hier. Da kann man das ja dann durchaus mal machen, finde ich. Und dann gucken wir mal, wie sportlich wir den Chiron eventuell hinkriegen.
Ich glaube auch, dass wahrscheinlich der ein oder andere sich die Frage stellen wird, wird es eine Animotorsport-Version vom Chiron geben? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es einen Animotorsport-Bugatti geben sollte, wo ich tatsächlich nicht abgeneigt bin grundlegend, dann wäre ich aber, glaube ich, eher beim Divo. Ich glaube, mit dem könnte ich deutlich mehr anfangen, weil wir da halt auch einfach Aerodynamik haben, die ich verwenden kann. Und beim Chiron kann man halt nicht viel rausholen. Also vielleicht werde ich mal irgendwie ein Experiment mit ihm machen, dass ich irgendwie eine neuartige Modellreihe mache bei Animotorsport, aber das, also da hätte ich nicht mal ein Konzept dafür. Also wie gesagt, wenn es sowas in die Richtung gibt, dann doch eher vom Divo, würde ich sagen. Aber auch das ist aktuell nicht in Planung. So. Trotzdem kann ich natürlich sagen, dass das nächste Animotorsport-Fahrzeug in Arbeit ist natürlich und ich da hoffe, bald etwas präsentieren zu können. Die letzten Wochen waren halt leider nur ein bisschen sehr stressig. Deswegen, ja, dauert das leider ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. So, wir fahren jetzt hier natürlich auch gegen Fahrzeuge, die halt grundlegend auf einem anderen Level sind, was die Kurvenlage angeht. Wir sehen den Valhalla, wir sehen den Veneno. Ein Sonder hinter uns, wo ich immer noch nicht verstehe, was der mit dem Hypercast zu tun hat, genauso wie ich halt sein. In der Kurvenlage sind die halt nach wie vor am unteren Ende angesiedelt. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Aber wir haben halt 1500 PS und die können wir halt auch einfach nutzen, um gut aus den Kurven raus zu beschleunigen. Und holen uns trotzdem einfach mal 2 AMG gewonnen. In der längeren Kurve auch gut. Liegt aber auch eher daran, weil die Kurve halt beide nicht so ganz gekriegt haben. Ja, da wollte ich hin. Ja, okay, Sturz ist sogar ein bisschen sehr viel Negativsturz, würde ich sagen. Also da müssen wir, oh Gott, vielleicht ein bisschen was weniger machen. Das würde mich nicht wundern, wenn sie dem Chiron mit dem Rennfahrwerk dann sogar minus 3 Grad vorne und minus 2 Grad hinten gegeben hätten. Normalerweise ist es ja bei minus 2 und minus 1,5. Bei manchen Fahrzeugen ist es allerdings halt wie gesagt auch minus 3 und minus 2. Tendenziell bei schnelleren Fahrzeugen vor allem. Deswegen könnte mich das nicht unbedingt überraschen, wenn dem hier tatsächlich so wäre. Ich hoffe es aber natürlich nicht. Trotzdem werden wir ein bisschen weniger Negativsturz drauf geben. Also quasi, wenn man so möchte, eigentlich mehr Sturz. Weil wir ja mehr ins Positive übergehen. Ist ja so ein bisschen Verwirrung. Okay, Differential müssen wir auf jeden Fall angehen und Stabis auch. Fahrwerk an sich fühlt sich sonst aber ganz gut an außerhalb der Stabis. Also das ist, damit gehe ich durchaus d'accord. Wir packen dann erstmal Differential und Stabis an. Und danach können wir gucken, was wir am Fahrwerk noch ändern müssen, potenziell. Wir brauchen jetzt erstmal, dass wir uns den P1 eventuell noch holen, den McLaren vor uns. Was wir dann auch mal ganz geschmeidig machen, der Valkyrie wird aber ein bisschen zu weit vorne sein. Dafür brauche ich mal eine Runde mehr. Schade. Aber wie gesagt, Diff anpassen, gerade hinten. Gefällt mir das noch nicht so hundertprozentig. Vielleicht auch ein bisschen mehr Power nach hinten geben. Und Stabilisatoren sehe ich auf jeden Fall als kleine Probleme hier an. Reifen, vielleicht auch noch mal ein bisschen weniger Reifendruck. Ja, würde ich machen, doch. Verdienen können wir dabei nichts. Auf jeden Fall. Ich meine, man muss jetzt auch ganz klar sagen, das war eine Strecke, die überhaupt nicht dem Bugatti liegt. Also, das ist eine sehr, sehr kurvige Strecke. Deswegen, dass wir da, ja, guck mal, 2,6 Bar ist halt viel zu heavy. Deswegen, dass wir da überhaupt so gut mit dabei waren, ist halt krass genug eigentlich. Stimmt, wir können ja über die Autobahn segeln gleich noch. Das können wir gleich noch machen, durchaus. So, Stabis vorne mal ein bisschen weicher. Okay, die Dämpfer ist ja sogar auf ähnlichen Wert, wie ich sie sonst habe. Also wie gesagt, Fahrwerk hat man sich eigentlich wirklich gut gefallen. Deswegen machen wir dabei nicht unbedingt was. Okay, bei der Verzögerung vorne mehr gesperrt als bei der Beschleunigung. Das ist halt nicht sinnvoll. Dann sperren wir es mal bei der Beschleunigung hinten ein bisschen mehr.
und gebe nochmal so ein kleines bisschen mehr Power nach hinten. Nur so ein minimales Stück, einfach. Weil ich glaube, das könnte funktionieren. Elegant an den Felsen vorbei. Sehr gut. Einmal Bugatti driften. Wird auch safe in Auto wie der Schandtat irgendwann passieren, dass ich einen Vero oder Chiron nehme und den zum Drifter umbaue. Einfach weil, warum nicht? Ich meine, wenn es geht, sehe ich keinen Grund, warum man es nicht tun sollte. So. Jetzt wollen wir nicht mehr driften. Jetzt erstmal hier ein bisschen Gas geben mit den 1500 PS. Auch ein bisschen schade, dass wir da nicht mehr drauf geben können. So 3000 wären schon cool gewesen, aber naja, machst du nichts. Da machst du an der Stelle einfach mal nichts. Ja, das ist doch vielleicht ein bisschen heavy. Allerdings, wie gesagt, in der Kurvenspeed deutlich besser als die Serienversion. Und zwar ein ordentlich krasses Stück. Also, das ist schon krass auf jeden Fall. Ja, da war gerade ein EB110 drauf, aber den könnten wir, also den Chiron könnte man in der Meisterschaft nicht fahren. Wäre natürlich auch lustig gewesen. Ich finde immer noch, Meisterschaften sollten zurückkehren, dass man sie auch selber machen kann, wie in Horizon 3. Und eben nicht nur als Teil der Festival-Playlist. Finde ich sehr schade, dass das nicht geht, weil es ist halt schon ein Unterschied, ob du irgendwie jetzt 3 Rennen so in Folge fährst oder halt 3 Rennen in Folge und du hast einen Meisterschaftsstand zwischendrin immer noch. Wie gesagt, macht für mich persönlich schon einen Unterschied. Definitiv. Aber naja, nicht meine Entscheidung. Das hängt von Player Games ab. Guck mal, da werde ich mal nicht ausbeschleunigt hier von den Fahrzeugen hinter mir, wenn ich einen Chiron fahre. Alles, was man braucht, ist Allrad und 1500 PS. Ist ja quasi nichts. Round the outside. Komm, E-Teil Design, das ist der bessere Kurvenlager, sich eigentlich. Okay, wieder ein Valhalla auf P1. Ja, der Kurvenlager brauche ich mich halt nicht messen mit einem Veneno beispielsweise. Das wäre Quatsch. Au. Und das war damit ein Millionenschaden. Ja, wir können die Front vielleicht noch mal ein bisschen steifer machen im Fahrwerk. Ich glaube, das würde ihm ganz gut passen, wenn wir ihn vorne einfach mal ein bisschen härter stellen. Ich habe gerade weicher gesagt, ne? Ich meinte härter. Ich habe steifer gesagt, nicht weicher. Genau, steifer ist ja richtig. Ja, wenn wir die Front ein bisschen härter nochmal machen, könnte man sogar noch ein aggressiveres Einlenkverhalten erzeugen. Eventuell, das könnte funktionieren. Oh Gott. Wenn man halt nicht so viel möchte. Und das ist so ein Problem bei mir. Wenn ich, ja, okay, wenn ich merke, ein Auto ist schnell, dann will ich sehr viel erreichen damit. Sehr viel und sehr schnell in sehr kurzer Zeit. Funktioniert halt nur manchmal. Aber ja, jetzt gefällt er mir doch schon mal besser als auch, was wir gerade hatten. Wie gesagt, wir probieren gleich nochmal ein bisschen härtere Federn vorne. Und gucken mal, ob wir damit vielleicht noch ein bisschen besser dastehen oder nicht. Die Leistungsentfaltung ist halt krass. Also einfach alleine dieses Konzept von einem Quad-Turbo ist halt, das ist komplett durch. Das ist komplett durch. Und ich hoffe, also vielleicht wird es ja nächstes Mal 8 Turbos. Ich hoffe, Bugatti wird noch bescheuerter. So wie Koenigsegg. Nächstes Mal 8 Turbos. Und zusätzlich zum W16-Motor noch ein Vierzylinder vorne.
Beste Entscheidung aller Zeiten. So, genau, dann werden wir jetzt nochmal Federn vorne ein bisschen härter einstellen und mal gucken, wie das sich jetzt so fährt an sich. Ob das dann vielleicht nochmal ein bisschen besser ist potenziell. Okay, du merkst es instant, wie viel steifer der Wagen vorne ist. Aber sowas von instant. Mal da ein paar technischere Kurven. Ja, ja, doch, das ist auf jeden Fall der Schritt, den man gehen sollte mit dem Auto hier. Definitiv. Also, jetzt ist er nochmal deutlich, deutlich schöner in der Kurve insgesamt. Das kann man durchaus so stehen lassen, wie ich finde. Dann würde ich damit sagen, meine Damen und Herren, war es das mit dieser Ausgabe, mit dem Bugatti Chiron. Ich mag es, Bugattis zu fahren, das sind sehr schöne Fahrzeuge. Ich mag sie sehr. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Chiron unten in die Kommentare rein. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Daumen nach oben sowie ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!